Hallo zusammen, ich habe hier eine Zimmermann Autoapotheke und diese Apotheke ist gekühlt. Und von hinten sieht das so aus, dass hier das Aggregat ist und diese Leitung war hier oben drauf. Also wir haben jetzt die ganze Leitung ausgewechselt und ein bisschen gekürzt. Da drüben liegt die Isolation. Diese Leitung ist hier überall oxidiert. Das heißt, die hat überall ganz kleine Löcher drin. Ja, zu mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Zweitens haben wir jetzt hier noch den Lüfter ersetzt und ein bisschen mehr Leistung gegeben, weil das Volumen hier ist relativ klein und die Leistung ist auch nicht unbedingt so der Brüller. Ja, hier jetzt einfach alles zerlegt. Das wird jetzt neu zusammengesetzt und dann ist die Autoapotheke wieder einsatzfähig. Wir sehen das von der Seite noch. Das ist jetzt einfach offen. Die Leitung kommt hier drüber. Und dann kommt diese Abdeckung. Diese Abdeckung kommt dann noch drüber, schön angeschraubt. Ja, und das soll es jetzt gewesen sein hier von dieser Zimmermann Autoapotheke. Ich verlinke euch hier oben ein anderes Video, was wir eine Autoapotheke von Zimmermann renoviert haben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.